Lazarett, was auch immer, ja, diese Menschen, Puppen. Puppen, Verstümmelung, was auch immer da gesehen. Und ja, Weidenbachs Meldung an den Stabsarzt. Hiermit möchte ich offiziell Beschwerde über den neuen Kompanieführer Leutnant von, ja doch, Leutnant von Schmidt einreichen. Das haben wir doch schon gelesen. Dazu von hier oben drei, nun der Spott des. Nee, ich glaube nicht. Er hat den Unteroffizier Eigert und Fromm aufgetragen, ein Schild zu bemalen, um mich als Dr. Eisenbart. Doch, klar, als Eisenbart, ja. Unsere Männer sterben mir mit Verätzung durch Giftgas und ihren hinweg. Dazu Fälle von Typhus obendrein. Nun der Spott des Leutnants und der Soldaten, die glauben, ich könne mit Wundermitteln die Toten wieder zum Leben erwecken. Angesichts der fehlenden Erfahrung des Leutnants habe ich versucht, Verständnis walten zu lassen. Doch auch ich habe meine Grenzen. Hochachtungsvoll, Dr. Weidenbach. 8. September 1917. Das kann sein, dass wir das heute wirklich schon hatten, ja. Ja gut, hier haben wir nochmal einen Zettel. Neumanns Tod, vertraulich, Tod des gefreiten Neumann, Dr. Weidenbach, ich habe beobachten müssen, wie die Unteroffiziere Eigert und Fromm den gefreiten Neumann nackt und in Stiefeln aus den Gräben auf das Niemandsland gestoßen haben. Er wurde erschossen. Nachdem ich seinen Körper bergen konnte, habe ich die beiden Unteroffiziere um seine Stiefel und Habseligkeiten gefeilscht. Es ist ratsam, dies dem Leutnant zu melden. Hochdankvoll, Hülker Feldwebel. Da haben wir nochmal eine Marke. Klaus Iweg Hauen, Emden, 7.7.1901 dann wahrscheinlich. Badesachen, haben wir hier noch irgendwas? Da haben wir noch eine Erkennungsmarke. Fritz Henning, Neuwied, 29.03.93, 1893, um genau zu sein. Dann haben wir nochmal den Josef Karsik, Posen, 9. 24.07.95. Dann haben wir hier. Zack. Da haben wir Emil Arnaud, Lilbach, Saar-Louis, 5.02.97. Einen Brief. Wir haben kaum noch Kraft, uns aufrecht zu halten. Wenn uns Deutschen das Aufgeben nicht erlaubt ist, dann werden wir eben sterben. Sollen wir eben zur Hölle fahren? Wenigstens reißen wir die Welt nicht mit uns. Ja, J.V.S., Johannes von Schmidt. Hier nochmal eine Kette. Albert Eck, Siensbach, Waldkirch, 12.01.98. Und ein Altar. Rechts war noch der Zettel. Kaspar Hafner, Ilkirchen, Erstein, 14.10.1900. Da, ja. Na, komm. Zettel, gib her. Gedicht Teil 1. Einsam im Walde blüht wohl ein Blümlein rot. Bald, allzu bald bin ich tot. Bald, allzu balde. Fleugt, ich habe den Begriff noch nie gehört, fleugt wohl ein Stückchen Blei, nimmt mir meinen Sorgen, mir ist halt einerlei, heut oder morgen. Der Rest fehlt. Ja gut, den Zettel hatten wir schon gehabt. Und hier sind wir gekommen, ne? Ja. Und hier sind wir gekommen. Links war auf jeden Fall dann der Weg, weil wir da Stacheldraht durchschneiden müssen. Da war das. Da haben wir den Stacheldraht. Als erstes müssen wir den entschneiden. Dann den unteren. Dann die goldene Mitte. Aber auch wieder extrem viel Blut hier, ne? Gerade. Da. Schießhaus. Müsste eigentlich zu sein, genau. Löwenpfad. Oder man könnte da durch. Die Frage ist, will ich da durch? Als ob der jetzt nicht mehr zurück kann. Aber das sieht doch so nach dem Bahnhof aus, wo wir waren. Ja. Nee. Jetzt sieht schon wieder anders aus. Es ist doch eher die Poststation. Ja, oder die. Ja, stimmt, die Poststation, ja. So, mal gucken. Ja, manchmal ist es ein bisschen verwirrend, wo man lang muss, finde ich.
Also jetzt hier in den Gräben zumindest, wenn er zwei, Ja, drei. also eben, es gibt so ein, zwei Abzweigungen. Ja, meistens ist es ziemlich geradlinig, aber manchmal ist es dann halt doch verwirrend. Der Tank scheint voll mit Dieselöl zu sein. Jetzt brauchst du nur noch einen Kanister. Der wird wahrscheinlich dann beim LKW stehen, kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber scheinbar sind wir auf jeden Fall schon mal gefühlt schon hier richtig. Der Tank ist leer, hier gibt nichts zu holen. Aber warum sollte ich das können? Der Tank ist leer. Kann doch sein, dass ich auch schon wieder an einem Ort bin, wo ich noch gar nicht sein darf, soll oder wie auch immer. So. Quittiert der Lieferschein. Aktueller Lagerbestand 14 Fässer, je 216 Liter Fassungsvermögen. Heute geliefert 3 Fässer, je 216 Liter Fassungsvermögen. Er ist leer, aber riecht immer noch nach Dieselöl. Leere Kanister. Ist da rechts noch was gewesen? Ah nee, das ist Ne, nur ein Tor. Lappen. Ja gut, das heißt, wir gehen jetzt hier zurück und machen mal das Kanisterchen voll. Und du hast ihn mit Dieselöl gefüllt. Das passt. Gehen wir mal weiter. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob wir richtig oder falsch gehen oder ob wir jetzt einfach nur hier hin mussten, um halt das Diesel, ja, den Diesel eigentlich zu holen. Aber nichts. Kommen wir nicht weiter, als ob wir wirklich hier nur hin mussten, um Diesel zu holen. Vielleicht fahrt auch einmal hier hin. Also, dass man später vielleicht die Aufgabe. Ja, dass du für irgendwas im Bunker den Diesel Ja. brauchst. Dass wir das jetzt schon gemacht haben und da kann man ja nicht weiter. Ja, gut, dann gehen wir halt mit dem Diesel zurück. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal gemacht, gar nicht mal so schlecht. Möglicherweise, sagen wir es mal so. Oder man muss hier vielleicht ein bisschen Diesel einfüllen. Das kann natürlich auch sein, weil hier ist nämlich schon wieder ein Speicherpunkt. Na, guck mal hier. Keine Ahnung wozu. Ungetüm ist an Schlauch angeschlossen. Okay. Ein Generator. Okay. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Auf jeden Fall haben wir schon mal Licht. Oh nein. So, die Taube versuchen wir mal so schnell wie möglich zu befreien. Ja, gut. Sie hat es trotzdem nicht geschafft. Den weg. Den weg. Ach da. Den weg. Haben wir da. Den weg. Ja, vor dir ist was. Oh, ja, moin. Und weg. Ja. Viele, viele Tauben, die hier liegen. Anspielung wieder auf unseren Bruder. Weil der hatte ja mit Tauben zu tun. Und das Wesen, da hat er auch gerade einen Ja. Flügel. Sah auch sehr nach Taube aus. Also so. Ja. Tauben mutiert. Und dieses Kapitel geht ja alles drum um den Bruder. Die Frage ist halt immer noch, wer genau es im Endeffekt ist. Mogelchaussee, Löwenpfad. Hier haben wir nichts. Aber bis jetzt haben wir auch noch nichts irgendwie bekommen zum Verstecken. Das heißt, entweder man muss halt drum rumschleichen, praktisch wie bei der Mutter, mit dem Hunger, mit den Viechern. Ja, oder es ist noch halt gar nicht hier, so. Ja. Ich kann mir, was ich mir wirklich, die Kurbel sitzt fest, der Flaschenzug rührt sich nicht. Na gut, dann gehen wir halt runter. Okay. Mehr Duhi-Glitscher als andere. Dass man das, was wir gerade so gesehen haben, dass das vielleicht unser Bruder ist und dass wir den nachher treffen und erlösen irgendwie müssen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Okay, man hört schon wieder was. Da haben wir nochmal einen Zettel. Ich nehme erstmal die Kennungsmarke. Emil an Chichi, Lyon, 5.2.97.
Der geflutete Schacht. Leutnant von Schmidt hat uns beauftragt, den alten Schacht auszupumpen. Unsinn natürlich, beim nächsten Regen läuft er wieder voll. Kamerad Eck hat im Schlamm die Reste einer französischen Uniform gefunden. Sind wohl da unten verreckt, bevor uns dieser verdammte Fleck Erde in die Hände gefallen ist. Wenn der Leutnant uns weiter so zu schuften, weiter, was? Wenn der Leutnant uns weiter so schuften lässt, obwohl wir kaum was zu fressen haben, holt der Schlamm uns auch bald. Karlücht. Zuckser Licht. So, machen wir mal Licht. Ach, natürlich nimmt er den falschen. Nämlich Duken, ja. Erstmal den. Und dann den. Aber irgendwo haben Wartet wir aber. hier. Haben wir ein Viech? Ist was? Kennungsmal. Antoine Emily, Emily, keine Ahnung, Saint-Malo, 12.01.1898. Die Frage ist, sind das hier wie diese komischen Puppen oder ist das andere Viech, was wir halt gesehen haben? Ich würde auf Puppen tippen. Ja. Da haben wir die Puppen. Dementsprechend. Meine, diese Hungertiere hattest du auch nur im ersten Ja. Kapitel. Auch wenn du sie danach anscheinend gesehen hast, aber die waren tot. Ja. Das heißt. Da ist Und? er. Wir brauchen halt unser Licht. Beziehungsweise halt. Frage ist halt, ja komm. Moin. Ich hoffe mal, dass ich da nicht hin muss. Das wäre natürlich. Hier ist ein Asi, der sieht aber auch ein bisschen tot aus. Und wir sind in einem Art Labyrinth, würde ich meinen. Die Frage ist halt. Okay, die Leiter ist unrelevant. Da muss ich lang. Da ist dicht. So. Also wir gehen da immer. Geduckt bin ich, glaube ich. Nee. So. Ach so. Na, Einmal hier mach, durch. brauchst du gleich? Ja. Ich kann es auch noch nicht einsetzen. Doch, jetzt. Okay, einmal in die Maske. Wir haben einmal da einen Draht. Nehmen wir den Draht. Da liegt auch schon wieder was zum Lesen. Die Frage ist halt, normalerweise. Ach ja, sind wir Erkennungsmarken. Karl Licht, Maschoken. Denk mal, Lützen. 18.09.70. Camille Javet. Herblay, 7.07.1901. Und nochmal ein. Brief. Mundraub. Kasik, Iwerk und ich haben die eisernen Rationen satt. Die Lieblinge des Leutnants bekommen alles, was sie wollen. Jetzt holen wir uns auch einfach klammheimlich, was uns zusteht. Korn, Obstbrand und Tabak. Unsere Beute verstecken wir im alten Schacht. Niemand traut sich darunter. Wir haben keine Angst mehr. Nicht vor dem Leutnant und nicht vor dem Schacht. Bald ist eh alles vorbei. LL. Okay. Kann man auch da lang gehen? Wahrscheinlich, ne? Unser Hopsen-Popsen geht schon hier ab für Nummer 50. Da haben wir nochmal der Erkennungsmal. Gaspar Hubert ist Stress 14.10.1900 glatt. Haben wir hier noch irgendwas? Sieht aber nicht danach. Ne, okay. Das war nur. Eine Spiegelung. Wie sieht es denn eigentlich aus aktuell mit den Marken? Ja gut, 9 von 28 und 18 von 28. Also Geht so. effektiv suchen wir halt so oder so nicht. Das muss man dazu sagen. Ach nee, das war der Brief.
Betreten verboten.